R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Crow. Oh weia, Leute, das wird der Rotpilz gar nicht schön finden. Ach Gott, hier so. Jetzt mal hier das Creeperloch wieder ausfüllen, sonst kriege ich nämlich Ärger von Rotpilz, weil das hasst nämlich Felix am meisten, wenn die Creeperlöcher nicht wieder ausgefüllt werden. So, hier Leute, alles so wie vorher, da ist nichts passiert, Leute, das ist alles so, wie es, ja, das, also da ist, also das, ne, hier, ihr seht das schon, Leute, das ist alles richtig so, da ist nie was passiert, das ist alles so, hier, schaut mal, Leute. Ja, wunderschön, wunderschön. Meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Es hat sich gestern Abend im Stream einiges ereignet, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Geschehnisse von gestern Abend ein. Denn wir haben gestern Abend tatsächlich gemeinsam darüber geredet, Leute. Ist es eventuell wieder mal Zeit für eine neue Rebellion? Beziehungsweise etwas Neues in dieser Stadt. Beziehungsweise etwas Neues hier in Craft Attack, in diesem Gesamtgefüge von Utopia. Und ich würde sagen, Leute, bevor ich jetzt irgendwie erzähle, was es mit dem Ganzen auf sich hat und welchen Anlass das überhaupt alles hatte, würde ich sagen, schaut euch bitte erstmal diese 4 Minuten an, Leute, in denen wir wirklich überlegt haben, ist das Ganze sinnvoll? Bitteschön. Und Mr. Pilz. Also, Rotpilz ist ja hier aus Utopia. Wir sind alle Utopianer eigentlich. Aber ey, aber Rotpilz inaktiv auch. Nein, der macht Videos. Und ja, aber nicht lange. Warte, er hat am meisten gebaut aus Utopia. Chill, das mal, muss man sagen, ja. Entspann dich mal, Rebe. Stell dir mal vor, alles, was in Utopia gebaut wurde von mir, wäre ich nicht da. Ja, wäre richtig krank hässlich, man muss man das so sagen. Ja, Rotpilz auf jeden Fall utopischer Ehrenmann. Aber, Felix, ja? Du merkst doch selber, hier geht nichts mehr ab, oder? Ja, leider. Utopia ist tot. So, Utopia ist ein Urlaubsort. Utopia ist jetzt ein Urlaubsort für uns, um den Nostalgie zu schwelgen. Richtig, genau. Utopia, ey, ganz ehrlich, pass mal auf, Leute. Ich guck mal ganz kurz, was meine Abstimmung hier sagt. Wir schauen mal ganz kurz. Ey, 60%, 80% sagen ja. Was ja? Ja, ich soll abhauen. Ja, ja, bei mir auch. Alle haben auch gesagt. Leute, okay, Felix, Petrit, lass uns heute was Krasses machen, okay? Wir gehen hin. Ganz ehrlich, was wären wir für Opfer, wenn wir den Leuten hinterherziehen? Wir haben denen gesagt, okay, kommt zu uns. Und ihr wisst, dass wir krankaktive Freunde hier bei Utopia, dass wir krankaktive Freunde bei Craft Attack haben. Beispielsweise so ein Gamers Time. Der ist immer auf unserer Seite, der ist immer am Start. Ihr wisst, oder Leute, ihr wisst. Also so. Kevin wäre nicht so erfreut davon, wenn wir, ich weiß schon, was du vorhast. Also ich kann mir schon gut vorstellen. Felix. Ja, ich bin gerade ein bisschen, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Felix, vermisst du nicht auch eine bestimmte Sache? Diese eine Sache, die uns alle zusammengebracht hat, Alter. Felix, vermisst du nicht auch die fucking Rebellion? Rebellion, du hast mich damit so abgefuckt, Jungs, Alter. Ja, Jungs, wir machen jetzt aber zusammen was, Alter. Wir bauen eine fette Festung außerhalb, Mann. Aber kurze Frage, die ich in den Raum werfen will. Gegen was rebellieren wir? Gegen was? Gegen das Gefüge der Stadt. Dass sie nicht zu uns kommen wollen, oder was? Richtig, das, genau. Das ist legit. Flo Schädler, just gifted a subscription to Rotpilz. Ja, moin, Leute, ey. Hey, was? Ich will einen anderen Namen. Lass uns doch Revolution. Die Revolution. Okay, Leute, wir bilden die Revolution. Petrit. Revolution. Petrit. Guck, da habe ich schon mal einen besseren Namen, ne? Revolution. Okay, kann ich mich mit anfreunden. Petrit. Ist cool. Aber, ne? Ey, Rotpilz, komm mal zu meiner Yacht, Bruder. Ich brauche ein bisschen Hilfe, wenn du möchtest. Where you at, man? Ah, ich weiß nicht, Leute. Aber, ey, jetzt mal for real, though. For real. Ich hätte voll Bock, Mann. Ganz ehrlich, Mann. Es ist an der Zeit. Es hat nichts mit Roleplay zu tun. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, okay, wenn ihr nicht zu uns kommt, dann kommen wir nicht zu euch, Gefüge. Ah, Leute, ganz ehrlich, Mann. Wenn wir jetzt hingehen und uns da was ausbauen. Petre, was hältst du von einem kleinen, nicht großartig, kleinen, okay? Kriminellen Kartell, Petre. Wir machen kleine Raubüberfälle und sowas, ne? Wir sind die Outlaws, Alter. Weißt du, was ich meine? Outlaws? Ja. Petre, das passt zu dir, Mann. Utopia, geile Zeit so. Aber das man merkt, halt, so abschließen. Nein. Utopia, eine geile Zeit, aber wir haben uns hier was aufgebaut, was wichtig ist. Aber stellt euch vor, wir mit einer eigenen Pirateninsel, Mann. Wie geil wäre das, Mann? Also, ja, gucken wir mal, was so, Leute, da... Wir schauen mal bei mir. Ist komplett eindeutig, Petrit. Okay, weil ihr sagt noch nichts. Ihr dürft nicht die Angst haben, dass wir dann nicht mehr nach Utopia zurückgehen. Das wäre ja nicht alles für umsonst, oder so. Safe nicht passieren, Leute. Das wird ja noch, Items und so, deswegen. Also, guck mal, Leute, ne? Wir werden auf jeden Fall Simon dazu holen. Also, wenn Simon sich jetzt mal eingerichtet hat, der hat ja gestern auch gestreamt, den werden wir auch dann... Oder Revi werden wir auch dazu holen, oder? Ja, safe, Alter. Der gehört dazu, Junge. So, Mo auch. Das heißt, wir haben dann quasi... Ey, Kevin und Zander hätte ich auch gerne am Start, Alter. Aber ich glaube nicht, dass Kevin und Zander kommen werden. Oh, das glaubst du. Wenn wir denen gute Argumente liefern, schau, die sind doch in ihrer Stadt auch schon fast fertig, die sind im Endcontent da, weißt du, was ich meine? Im Endcontent, sagt das letzte Patch, Digga. Die haben nichts zu tun.
Also die wollen das Abenteuer, Patrick. Mit wilden Jungen wollen die leben, weißt du, mit uns. Die wilden Kerle. Ganz ehrlich, Mann, wir brauchen wieder harte Zeit mit Craftech. Ich will eine eigene Pirateninsel gründen, Mann. Ich meine, für mich ist das auch noch ein bisschen schwer, sich damit anzufreunden, weil ich halt so viel gebaut habe. Aber es ist ein geisteskranker Sprung. Es ist ja nicht so, als würden wir nie wieder zurückgehen. Deswegen ist es halt nicht so schlimm, wie jetzt vielleicht einige von euch denken. Ja, moin, ihr habt's gesehen, Leute. Ich glaube, es ist relativ einleuchtend. Die Zuschauer haben auf jeden Fall mit 80-20 dafür entschieden, Leute, dass wir fortan zeitnah irgendwie etwas in der Nähe aufbauen sollten, in der Nähe vom Spawn eventuell eine eigene Pirateninsel oder sowas bauen. Denn Leute, wenn wir ehrlich sind, wir sind hier in der Stadt fast fertig. Meine Batcave ist soweit gut noch nicht ganz durch. Meine Yacht ist sowieso noch nicht fertig, Leute. Aber spätestens, wenn das gemacht ist, sollten wir es auf jeden Fall auf die Socken machen und auf den Weg machen. Meiner Meinung nach ist es wieder Zeit, hier ein bisschen Action reinzubringen, das Projekt, meine Freunde. Da kann eine neue Revolution oder eine Rebellion in dem Falle halt nicht schaden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, meine Freunde. Es ist noch nicht beschlossen. Wir werden am Donnerstag im Livestream die große Ratsentscheidung fällen. Das heißt, alle Leute aus Utopia werden mit dabei sein und dann werden wir schauen, ist das überhaupt im Sinne der ganzen Stadt oder haben das jetzt nur einige Einzelne entschieden, Leute? Wir wissen es noch nicht, wie gesagt. Aber ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr dafür seid, jetzt schon mal in die Kommentare schreiben für die Revolution, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dann haben wir gestern Abend eine Menge an meinem Boot weitergebaut, Leute. Und schaut euch das mal an, was für einen geisteskranken Fortschritt wir gemacht haben, Mois. Das sieht auf jeden Fall schon richtig, richtig dope aus. Ich kann ja mal ganz kurz runtergehen und euch zeigen, wie viel wir daran schon gemacht haben und was da jetzt schon alles geschehen ist, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz rein. Aua, das tut ein bisschen weh, wenn ich hier runterfalle. So, ich habe hier vorne mal so ein kleines Außenbug angebracht, so ein Außenheck irgendwie. Ich dachte mir, es wäre relativ schön, wenn wir hier vorne nochmal eine kleine Terrasse hätten. Dann geht es hier einmal die Treppe runter, meine Freunde. Und dann haben wir hier erstmal unseren wunderschönen Stripclub, der noch nicht fertig ist, Leute. Der wird natürlich noch schöner gemacht. Und wie gesagt, hier vorne kommt ja nochmal der Maschinenraum rein. Ihr wisst Bescheid, Leute. Hier wird ja nochmal Lager und Maschinenraum reinkommen. Nur, dass ihr das wisst. Also nicht, dass ihr denkt, das wird alles leer bleiben. Wie gesagt, der untere Teil hier gefällt mir noch nicht so ganz. Da muss auf jeden Fall noch einiges überarbeitet werden. Da kommen noch Teppiche und sowas hin, meine Freunde. Dass es hier unten noch echt königlich aussieht, weil gerade sieht es wirklich nach Maschinenraum aus. Und das will man natürlich nicht. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Platz. Ich dachte, hier könnten wir wunderschönen Esstisch oder sowas hinstellen. Hier ist auf jeden Fall nochmal ordentlich Platz. Irgendwie, keine Ahnung, für ein paar Sofas oder eventuell der Bar, die hier an die Seite hinkommt. Also hier ist auf jeden Fall nochmal ordentlich Platz. Dann gehen wir hier einmal nach oben, meine Freunde. Gehen hier einmal durch und hier beginnen quasi schon die ersten Kabinen. Hier haben wir schon mal eine Kajüte und hier nebenan wäre direkt schon die zweite Kajüte, Leute. Also ist auf jeden Fall schon mal echt gar nicht so verkehrt. Dann haben wir drüben natürlich noch die Kapitänskajüte, meine Freunde. Ich habe mir halt überlegt, hier vorne, wie gesagt, was richtig, richtig Fettes aufzubauen. Wir haben ja hier die Möglichkeit, Gott sei Dank, Fenster einzusetzen, Leute, die auch zum Teil unter Wasser liegen. Das finde ich eigentlich persönlich ganz cool, wenn man das nämlich so macht. Schaut mal, Leute, weil dann haben wir nämlich hier, wie gesagt, keine normalen Fenster, sondern diese Unterwasserfenster, die natürlich dann noch in der Höhe quasi bis hier oben durchgezogen werden könnten, diese Glaselemente. Finde ich persönlich ganz schön, kann man auf jeden Fall so machen, meiner Meinung nach. So soll ich das Ganze dann irgendwie formen hier. Wie gesagt, das ist noch nicht endgültig hier, Leute. Wir sind auf jeden Fall noch lange, lange nicht so weit, dass wir sagen können, okay, das Schiff steht soweit. Es fehlt noch eine Menge daran. Ihr seht das auch ganz klar. Aber es wird auf jeden Fall mit der Zeit. Ich habe mir jetzt auch ein paar Gedanken gemacht, Leute, was wir noch in das Schiff alles reinpacken. Und zwar habe ich irgendwie überlegt, ich weiß noch nicht genau, ob das überhaupt machbar ist, aber ich habe überlegt, Leute, anstatt des Maschinenraums eventuell eine Bowlingbahn reinzubauen. Viele werden jetzt sagen, hey, what the fuck, Revi, eine Bowlingbahn macht ja mal gar keinen Sinn. Ja, wartet mal ab, Leute, ich habe mir da ein kleines Konzept im Internet rausgesucht, was ich persönlich ganz cool fände für diese Yacht, weil ich weiß halt nicht, das ist halt so die Überdekadenz, Leute. Ich meine, überlegt mal bitte, ihr habt schon eine private Yacht und packt da noch eine Bowlingbahn rein. Was für ein geisteskranker Mensch seid ihr dann bitte? Richtig, ihr seid ich. So, dann geht es hier vorne quasi einfach nochmal die Treppe hoch, Leute. Dann kommt hier nämlich hier oben jetzt schon mal der ganze Rest hin und ihr seht auf jeden Fall, das Ding wird ordentlich hoch werden. Wie gesagt, hier kommen noch ein paar Decks hin und so weiter und so fort. Hier kommt nochmal ein Pool hier drüber und so weiter. Also Leute, ich kann euch versprechen, dass wenn diese Yacht fertig ist, wird es eins echt der großen Bauwerke hier bei Craftech sein. Das ist kein leichtes Unterfangen, dieses Ding zu bauen, aber ich freue mich auf jeden Fall, das Ding fertigzustellen. Ja, Mo hat da vorne scheinbar noch ein Atom-U-Boot gebaut. Also scheinbar sind wir gerade alle ein wenig naval hier unterwegs und bauen hier gerade irgendwelche, ja, nautischen Fahrzeuge. Irgendwie Mo's Atom-U-Boot habe ich noch gar nicht angeguckt, Leute. Ich würde sagen, ich zeige das mal ganz kurz. Ich habe ja gestern im Stream auch noch gar nichts zu gesagt. Finde ich tatsächlich dafür, dass Mo es gebaut hat, echt extrem gut geworden. Dazu passt dieser altertümliche Hafen überhaupt nicht, Leute. Aber ich habe es von vornherein gesagt, modern ist Trumpf und in diesem Sinne hätten wir eigentlich alle von Anfang an modern bauen sollen. Petrus Haus ist auch bei so weit fertig, Leute. Habt ihr vielleicht noch gar nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall echt in Kombination mit meinem Haus auf dem Berg echt richtig, richtig gut aus. Kann man nicht anders sagen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, wie das hier beim Moos Atom-U-Boot aussieht, was der daran überhaupt schon gemacht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht wirklich schon ziemlich, ziemlich dope aus. Kann man nicht anders sagen, Leute. Also hat er auf jeden Fall echt gut hinbekommen. Wenn ihr Interesse daran habt, wie Mo das gebaut hat, checkt auf jeden Fall mal seine Videos aus, Leute. Dann könnt ihr euch das mal gerne geben. Ja, das sieht wirklich, wirklich gut aus, Alter. Wo ist denn hier der Eingang? Wahrscheinlich hier oben bei der Luke. Wo geht's denn hier rein, Alter? Hier ist eine Leiter da oben. Und hier wird dann auch nochmal irgendwo nach unten gehen. Genau, hier geht's einmal rein. Und das war's scheinbar, nehme ich an. Ich glaube, das ist alles nur... ja, das ist alles nur ein riesiger Fake. Das ist alles nur ein riesiger Fake. Schade, ich hätte mir ein voll ausgestattetes U-Boot gewünscht. Leute, das ist auf jeden Fall so ein bisschen enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Kommt man im Dunkeln nicht so ganz erkennen. Gut gemacht auf jeden Fall, Mo. Dein Vater stolz auf dich in diesem Sinne. Sieht auf jeden Fall, ja, jetzt tatsächlich dann gar nicht mehr so imposant aus. Aber gut, Leute, es kann natürlich nicht jeder so ein krasses Boot bauen, wie ich das hier mache. Anyhow, meine Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Abstimmungsergebnisse. Schreibt mir bitte in die Kommentare, sollen wir eventuell, wenn ich hier alles fertig gebaut habe, sprich Batcave, Yacht und so weiter und so fort, hingehen und
und eine Pirateninsel außerhalb gründen, meine Freunde. Wir haben alle extrem Bock drauf. Wir wollen uns eine richtig uneinnehmbare Insel bauen mit Fallen, mit einer Festungsanlage, mit Unterwasserbase und so weiter und so fort, meine Freunde. Ich weiß, dass ich hier noch 10.000 Sachen zu tun hätte, aber mich juckt gerade in den Fingern, etwas Neues anzufangen, Leute. Und das Schöne ist, dass wir dann noch außerhalb wieder in dem altertümlichen Ritterstil bauen können, in diesem mittelalterlichen Stil. Das Ganze ist ja hier etwas moderner gehalten mit meinem Haus in der Yacht, aber das Ganze könnten wir natürlich draußen dann wieder ein wenig verwerfen und eventuell mit einem neuen Stil komplett neu anfangen, meine Freunde. Das sind quasi die Fragen, die wir uns gerade stellen. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze begrüßen würdet. Wie gesagt, die Abstimmung von gestern war 80-20. Es gäbe auch noch die Möglichkeit für mich, in die Hauptstadt zu ziehen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich kein großes Interesse dran, denn irgendwie, ich weiß nicht, Leute, also tut mir leid. Da ist einfach, ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich mit meinen Jungs hier wohl. Ich hätte gerne noch Kevin bei mir, muss ich ehrlich sagen, so Gamers Time und Thunder. Das wäre auf jeden Fall echt noch dope. Jetzt ist hier schon wieder mein verdammter Aufzug. Ich hasse es, Leute. Wieso wird immer mein Aufzug kaputt gemacht? Gut, gehe ich halt nicht nach oben in mein Haus. Ist auch nicht so wichtig, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Craft Attack. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.